Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles Definitive Edition für die Switch. Oh, ich merke direkt jetzt, wie mir der Schweiß vom Gesicht runterläuft, fast schon. Ja, noch nicht direkt, aber es ist ziemlich warm. Ihr müsst bedenken, ich habe... Oh gut, ich dachte schon, irgendwas stimmt mit dem Sound nicht, weil manchmal, wenn ich aber Media starte, klingt der Sound irgendwie so komisch, dann schließlich starte ich nochmal und dann klingt es normal. Das ist aber nicht immer, es ist nur manchmal so. Ah, was gibt's hier denn? Was ist das da hin? Ja, weil ihr müsst bedenken, wir haben jetzt 1.42 Uhr. Wirklich jetzt 3. Und normalerweise würde ich in die Uhrzeit jetzt gar nicht mehr aufnehmen. Aber ja, ich habe es trotzdem getan, weil ich einfach Lust hatte aufzunehmen. Eigentlich sollte heute Final Fantasy dran sein. Und ich wollte es auch, aber ich war zu faul, alles umzustecken. Deswegen nehme ich jetzt das hier auf. Dafür gibt es morgen wieder Final Fantasy. Und es ist einfach so warm. Das glaubt ihr gar nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt fast 1:45 Uhr morgens und es sind draußen einfach immer noch 21 Grad. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist kein Wunder, dass ich Probleme kriege mit dem Kreislauf. So. Ich würde gerne das Schattenauge wegpacken. Ich habe nicht so viele Techniken zur Auswahl. Genau, jetzt ist ja ein neuer Part, deswegen kann ich jetzt ruhig Kolonie 6 nehmen. Ich habe ja im letzten Part habe ich ja nicht Kolonie 6 genommen, weil ich mich noch umgucken wollte und ich wollte im Part selbst das nicht machen. Ja, jedenfalls ist es immer auch brüllend warm. Das ist echt schlimm. Nur, dass ich Kreislaufprobleme bekomme. Deswegen versuche ich dem auch entgegenzuwirken. Ah. Ich verstehe. Nämlich, ja, ich trinke oft genug, muss ich auch, sonst sterbe ich hier weg. Dann, okay. Zwei Ventilatoren, einmal so ein großer und einmal meinen kleinen USB-Ventilator, der irgendwie... Ich weiß nicht mal mehr, woher ich den habe. Ich glaube, den hat meine Mutter irgendwann mal am Flohmarkt entdeckt oder so. Keine Ahnung. Und für 1 Euro oder so geholt. Das Ding hat sich sowas von bewährt bisher. Also jetzt schon über Jahre hinweg. Das Teil ist so nützlich, das glaubt ihr gar nicht. Hier ist zwar ein rosa Plastikgestängel, aber hey, das ist egal. Das funktioniert und das ist alles, was zählt. Ja, genau sowas habe ich offscreen auch oft genug gehabt. Deswegen habe ich es jetzt, ja wie gesagt, war offscreen und so. Das ist nicht sonderlich wichtig, glaube ich. Ich könnte da runterspringen, aber das überlebe ich nicht. 100 Pro. Was ist das denn? Nobbon-Viecher. So, sind die Stadttore. Erstmal tauschen und dann reden. Bah, tauschen! Armee-Pike. Jägerschmuck. Okay, 5200. Oh, das Ding ist viel wert. Ja, da. Ich glaube, das Teil ist aggro. Nobunagi. Kaufen, ja. Was haben wir denn? Balance-Ramme. Luftflinte. Armee-Pike. Schleichgewehr, Phalanx, Doppelangriff. 15.000. Einfach von jedem mal eins. Was gibt's sonst noch? Sicherheitshelm. Ohnmachtsresistenz. Taucherkappe.
Ach komm, nehmen wir alles mit, kann ja nicht schaden. Taucher Handschuhe. So verliere ich zwar Geld, aber es ist mir jetzt gerade egal. Eine Sockelfassung. Taucherschuhe, Überlebensschuhe. Tempo plus 3. Teilsalbe. Jetzt das Gefecht. Also das sind Techniken. Nein, ich habe das ganze Geld jetzt ausgegeben. Ich Hund. Egal. Halt wieder komm, ja, aber sowas von. Oh, diese Bücher. Hat Schulk auch diese Bücher irgendwo? Items hier. Nämlich Missionsbuch. Items. Technikbücher. Ich habe kein einziges Buch. Ich bin eine arme Sau. Sekret der Königin. Verdauungssekret der Spinnenkönigin. Kann Spinnweben auflösen. So, mit der Rüstung voller Spinnenweben. Alles voller Spinnen. Git. Na gut, belassen wir es erstmal dabei. Also wie gesagt, ich bin eigentlich zu faul, jetzt umzustecken, sonst wäre eigentlich Final Fantasy dran gekommen. Ich habe nichts gesagt, lalala. Die neue Upload-Funktion von YouTube ist scheiße, weil alles übersichtlich ist oder übersichtlicher geworden ist. Was gibt es sonst noch, wovon ich berichten könnte? Gar nichts, ich hab mal wieder so einen Schaden irgendwie. Guckt mir Wings Club an. Ja, ich weiß, Mädchenserie und so, aber keine Ahnung, warum ich es jetzt angucke. Es macht irgendwie Spaß. Hinterfragt es sich. Es macht irgendwie Spaß. Also früher habe ich mal die erste Staffel geguckt und ja, ich bin jetzt auch wieder bei der ersten Staffel, aber bis maximal, also erste Staffel eigentlich ja, ganz gut. Aber ab der zweiten und der dritten Staffel merkt man, dass es wirklich immer mehr zu einer Mädchenserie geworden ist. Anfangs war es ja nicht so extrem. War es zwar auch mädchenhaft, aber nicht so extrem. Und mittlerweile gibt es, keine Ahnung, 8 Staffeln oder so und. Ich habe mal so kurz reingeguckt in die anderen Staffeln und. Nee, lieber nicht. Was gibt es sonst noch, was ich sagen wollte? Was ist das denn? Nee, nicht der, nicht der. Nein! Ja, toll, jetzt ist es abgehauen. Ach, egal. Da hinten ist was. Es ist schon wieder der Fall. Ich wollte so viel sagen. Ich wollte so viel in der Aufnahme sagen. Und schnuppdiwupp läuft die Aufnahme, ist mein Hirn ausgestöpselt. Als ob man einen Stecker gezogen hätte und ich weiß nichts mehr. So, komm her, Monster. Harter Igler. Oh, ich darf Igel töten. Tötet Igel! Nee, ich würde niemals in Wirklichkeit Igel töten. Igel sind geil. Wobei, du bist kein Igel, du bist ein. Och, Katzal! Nein, nicht ganz. Ja, das kommt. Also, bisher bin ich von dem Kampfsystem her immer noch nicht so beeindruckt. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich generell von dem Spiel bisher nicht so beeindruckt. Ja, storymäßig ist es gut und so und grafisch auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Der zweite Teil ist einfach viel besser. Sorry, aber naja. Aber es ist natürlich wie immer der Anfang vom Spiel. Es ist bei Final Fantasy VII Remake auch aktuell so. Irgendwie. Es ist ein bisschen langweilig, es zieht sich irgendwie, aber. Vielleicht wird es noch besser. Wobei, es ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber es ist ein bisschen, weiß ich nicht. Es fehlt so ein bisschen die Würze noch. Das ist so, als wenn man ein gutes Gericht. Also, es ist so, als wenn man. Weiß ich nicht, womit kann ich es denn vergleichen? Ist jetzt ein blöder Vergleich, aber es ist so, wenn ich mir ein Käsebrot mache. Das ist so ein Gouda-Käsebrot. Also das Spiel hier ist aktuell einfach so wie
wie so ein Gouda-Käsebrot. Schmeckt gut und so, aber irgendwie viel Salz, irgendwie viel ein bisschen Pfeffer, ein bisschen extra Wurst ist auch nicht schlecht. So Verfeinerung. Also es ist bisher gut, aber Verfeinerung fehlt noch. Und naja, wie gesagt, die kommt vielleicht noch. Weil auch wenn man schon, sich schon Brot geschmiert hat, kann man immer noch Gewürze draufhauen oder naja, Salz, Pfeffer. Ich wüsste nicht, was man da großartig beim Käse noch für Gewürze aufpacken könnte. Muskat? Nee, keine Ahnung. Oh, komm mal, ihr redet die ganze Zeit. Einfach alles spammen. Das Vieh wird schon drauf gehen. Ich hätte ja gern andere Techniken. Das komische Auge da will ich nicht haben. Zackiges Käferbein. Oh, du kannst mich an. Wenn das so ist. Die Musik hat sich geändert. Kann sein, dass die Musik sich ändert, wenn das Vieh mich zuerst angreift. Also wenn ich das Vieh, also wenn ich den Kampf auf das Vieh öffne. Könnte sein. Wer weiß. Oh, das war falsch. Aber egal. Hier schmeckt die Kraft des Manados, du kleines Tier. Ich weiß, das hilft besser gegen Maschinen, aber trotzdem. Hast du den Hasen gerade einen Uppercut verpasst? So ein Kinghaken einfach. Duellwächter. Einfach so ein Hasen weggeboxt. Und vielleicht nicht nur Edelsteine da vorne. Ah, und da rechts guckt mich die ganze Zeit Jin an. Jin Kazama. Weil, ja, ich habe mir angewöhnt, schon seit einer ganzen langen Zeit, dass den Anime, oder, ja, Anime eigentlich, den Anime, den ich mir gerade angucke, davon haue ich mir ein Desktop, also ein Bild als Desktop-Hintergrund rein. Vorausgesetzt, ich finde ein Bild, was mir auch gefällt. Ich habe schon so einige Bilder, aber wenn ich zum Beispiel... Oh, hier könnte man so gut Bergungstauchen, gibt's aber leider nicht. Was ist das denn? Ja. Und ja, wenn ich jetzt zufälligerweise kein Bild finden sollte, was mir irgendwie gefällt, zum Beispiel jetzt aktuell von Wings Club, aber gut, da habe ich nicht wirklich geguckt. Aber nehmen wir einfach mal an, ich hätte kein anständiges Bild davon gefunden, dann haue ich so ein neutrales Bild rein. Also ich habe nur ein paar neutrale Bilder, das sind zum Beispiel... Ich glaube, 3 oder 4 Tekken-Bilder, dann einmal von Sailor Jupiter, einmal von Sesshomaru, einmal von der kleinen Prinzessin Sarah. Und das sind eben so Bilder, die ich immer reinhaue, egal was ich so angucke. Das sind jetzt zwar Infos, die euch überhaupt nicht interessiert, aber es ist mir egal. Ich muss irgendwas erzählen, sonst ist das hier ein Walkthrough. Und wenn ihr einen Walkthrough sehen wollt, dann könnt ihr euch einen Walkthrough angucken und nicht irgendwie als Let's Play. Aber ich hätte fast zu spät gedrückt. Igla, 100 Stich. Was auch immer. Ah, ich wette, da oben muss ich hin. Deswegen gehe ich erstmal da rein. Rein? Dahin. Ja, das war doof. Einfach angreifen mit allem, was ich habe. Warum treffe ich dich nicht? So, natürlich, jetzt hast du das Auge. Hust, hust. Nur, weh, du schubst mich runter, du. Mistvieh. Bäh, ist das grausig. Ich schwitze mein Bein voll. Weil ich hab die ganze Zeit den Controller in den Händen. Und es liegt quasi auf meinen Oberschenkel drauf. Weil ich werde nicht so blöd sein und den Controller mitten in der Luft halten. Das ist... Weiß ich nicht. Das kann ich überhaupt nicht. Und... Ich schwitze mir gerade meine Oberschenkel vor, das ist widerwärtig. Bäh. Eigentlich kann ich ja Hitze ganz gut ab, aber irgendwie im Sommer ist es da was anderes. Im Sommer ist es richtig schlimm. Solange es mein Kreislauf gut geht, ist alles in Butter. Ich schwitze ich einfach nur wie eine Sau, aber mein Kreislauf ist in Ordnung. Das ist alles, was für mich zählt. Schon wieder so eine Quarzrüstung. Die hatte ich glaube ich schon. Und mir ist wieder so ein Mega-Brathähnchen. Ja, das Brathähnchen hau ab. So,
Und jetzt schmeckt die Kraft des Manado! Ich verstehe immer Asshole und nicht Airslash. Was waren das? Grandiose Stiefel? Ja, zieh doch die Waffe! Da braucht er erstmal eine Zeit, um die Waffe zu ziehen. Du bist Level 18, du Mistvieh. Ah, ich bin Level 20, du hast nur eine Chance. Himmelsrogel. Was auch immer ein Rogel ist. Wahrscheinlich soll das R ein V sein. Irgendwie so, oh, Himmelsvogel. Wenn du mich runterschubst, ich schwör's dir, ich mache aus dir ein lebendes Brathähnchen. Kill ihn! Habe ich ihn vom Himmel geholt. Roter Flügel. Jetzt kann ich auch ein One-Winged Angel werden. Ist Sephiroth. Impuls. Zauberung, Schild. Ach, ja. Für mich zählen aktuell nur Angriffe gnadenlos. Schala. Schalalalala. Schalalalala. Ja, Effekt anzeigen, sag ich ja. Da dachte ich mir schon. Aber von wem war der Effekt? Von meinen Leuten oder vom Gegner? Das ist wie da. Soll ich dich heilen? Ja, komm da. Ja, Kisten. Alles her damit. Das kann ich alles irgendwie gebrauchen. Und wenn es nur zum Verkauf gut ist. Apropos. Ne, ich will schon Schild sein, aber... Weiblich? Du magst keine Insekten. Ich verstehe sie mit den beiden irgendwie nicht so. Oh, die ist 21. Ah, oh, junges Ding. Was soll das Geschenkel erreichen? Du an ihr. Obst und Gemüse, Ja, da. Ja. Gib ihr alles. Komm, mag mich, Frau. Lieb mich. Verknall dich in mich. Da, Blümchen. Heirate mich. Ich werde dir ein guter Ehemann sein. Sollte vielleicht nicht den ganzen Scheiß an die Frau ausgehen. Du magst mich nicht, ich habe alles für dich getan und du ignorierst mich. Ach, egal. Kollektion. Gut, dass ich nicht alles ausgegeben habe. Maus! Das Gequieke. Unreife Ewigkeit. So, was kriege ich jetzt? Oh, Äther. Noch irgendjemand da, der von mir zerstört werden will? Ja, du. Siehst doch so aus, als ob du nur darauf wartest, von mir zerlegt zu werden. Aber heute gibt's Hasenbraten. Oder Igelbraten, je nachdem. Klar, Legastulpen. Vogel ist weggeflogen. Ah. Gibt's ihm kein Brathähnchen? War der Vogel klug? Bevor ich da reingehe, Abwasser öffnen. Abwasserkanal. Eine Frau, die im Kreck riecht, genau. Eine Frau, die im Dreck kriecht. Jetzt habe ich zweimal Kreck riecht gesagt. Gesagt. Was ist los mit meiner Sprache? Ich glaube, ich habe der Frau zu viele Geschenke gemacht. Egal. Oh, ich dachte, eine Cutscene kommt. Jetzt habe ich die Schnauze gehalten. Was ist das da? 19! Okay, du siehst so aus, als ob du es richtig wissen willst. So, dann haue ich erstmal alles raus, was ich habe. Und erst danach stärke ich mich. Hust, hust. Ich wollte heute eigentlich ein
habe mir heute eigentlich überlegt, dass ich was streame, aber es war doch zu warm dafür. Ich habe auch den Namen des Spiels vergessen. Auf jeden Fall, es ist sowas ähnliches wie Sims. Nur kann man da quasi ein Krankenhaus aufbauen und muss sich um Patienten und so weiter kümmern. Sowas wie Soticon, nur eben Sims-like. Und als Krankenhaus. Aber wenn ich jetzt wüsste, wie das heißt, ich hab's da, also wenn ich aber Media jetzt minimiere, sieht man meinen Desktop und dahinter ist das Spiel zu sehen. Ich hab's nämlich schon installiert. Aber naja, egal, dann weiß ich eben nicht, wie es heißt. Vielleicht schreibe ich es in die Videobeschreibung, damit ihr wisst, wie es heißt. Stand da kleine Haut? Ja. Ich habe Hautschuppen bekommen. Harmonie verändert. Magst du mich jetzt? Nö. Du hast mich immer noch. Ich habe alles für dich getan. Und du hast mich ganz einfach. Natürlich nicht hassen, aber... Naja, was war das? Manado-Techniken aktiviert. Aura. Kann eingesetzt werden. Sag mal, bin ich denn des Wahnsinns? Puls, Schmetterschlag. Wo ist die Aura? Dann eben nicht. Das Leveln, ja. Du kannst auch leveln. Teilsalbe. Starkes Geschoss, das in gerader Linie die Feinde schwanken lässt. Es wird trainiert ohne Ende. Oh. Trainiert mit Ende. Halsschrot. Aller Gefährten halt. Was kann ich? Gar nichts. Ich bin mal wieder wertlos. So, wenigstens den Lufthieb will ich auch perfektionieren. Schütze den Schwein, das ist ekelhaft. Komm, spring rüber. Dark Souls. Geht aber nicht, weil selbst für Dark Souls-Verhältnisse ist der Weg zu weit zum Springen. Wie komme ich da sonst hin? So, bist ein Gegner. Bist du tot. Tötet es! Es wollte einfach nur in aller Ruhe hier in der Kanalisation rumfliegen und jetzt tötet es. Wo ist es denn da? Soll ich heilen, ja? Ja, auf Ultraschall einzusetzen oder was auch immer das war. Abwasserkontrollraum. Hier ist. Mine hier ist total verwirrend, man verläuft sich leicht. Aber keine Sorge, seht ihr, leuchten muss an Wand, orientiert euch daran. Ja. Nö. Hab schon alles gekauft. Fast alles. Ah! Nein! Ah, würde ich nur nicht so schwitzen. Das Ding ist besser. Funkellanze hat dann nur ein Sockel. Geht. Das habe ich jetzt. Hab drei Sockel. Zwei. Die sind besser und haben eine Sockelfassung. Geil.
Wird schon was reingestopft. Moment, du warst total auf Stärke. Genau. Ist nämlich schon alles. Ether Abwehr. Agilität. Das ist alles irgendwie nicht mehr so gut. Müsste ich wieder schmieden, bis zum geht nicht mehr. Was zum. Aber holy shit! Ja, die sind gleich stark. Okay, du kriegst die. Du. Oh. Moment. Äther plus 2. Kann ich das Ding irgendwie entfernen? So. Das Äther plus 2 war, oder? Da. Ne, das hast du schon. Aber mir ist viel zu warm, ich muss den Part gleich beenden, sonst kippe ich hier um. Da war's, da war's. Da. Und der Handschuh. Oh, das wird geil aussehen. Grün, grün. Das Grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Und was packe ich da Schönes rein? Was haben wir denn noch nicht? Agilität 58, okay, irgendwas Agilitätsmäßiges. 2. Ach komm, besser als gar nichts gerade. Oh, ich muss jetzt Schluss machen. Ich schwitze mich hier zu Tode. Gut, der Controller ist ganz nass, meine Hände sind ganz nass, mein T-Shirt ist ganz nass. Bäh. Ja, ich will die Latoren anschmeißen. Das war Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Zieht euch!